Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu God of War. Es geht um die Sammelobjekte im Lichtalben-Außenposten. Sind nur 3 an der Zahl, trotzdem beschäftigt das eine ganze Zeit, weil man hier erstmal 1 Million Brücken bauen muss und vor allem den Weltenriss oben finden. Der hat sich ein bisschen versteckt. Unten in der Ecke gibt es so eine kleine geheime Kammer, gleich am Anfang. Habt ihr wahrscheinlich gesehen. Die ist auch uninteressant, die zählt überhaupt gar nicht zu den Sammelobjekten und da ist auch keine Valkyrie drin, also weniger interessant. Diese ganzen kleinen blauen Brücken, die man hier bauen muss, das habe ich nicht mit drin im Video. Ganz einfach, das Video wäre relativ lang geworden. Vielleicht an einigen Stellen ein bisschen verwirrend, weil ich musste ja selber erstmal suchen, wo und wie ich das mache. Und dann habe ich mir gedacht, letztendlich ist das ganz stinknormale Gameplay-Mechanik. Das bekommt ihr selber sehr, sehr gut hin, weil wer God of War die ganzen anderen Rätsel gemeistert hat, wird, glaube ich, hier kein Problem haben, hier so ein paar blaue Lichtkegel zum Leuchten zu bringen und von A nach B zu tragen. Dementsprechend habe ich das auch rausgelassen. Sollte sowas notwendig sein, schreibt das bitte unten rein in die Kommentare, damit ich das in Zukunft dann berücksichtige und dann es doch lieber ein kleines Stückchen länger mache. Dafür halt vollständiger, inklusive der kompletten Lösung, wie man diese Insel begeht. Ich meine, es wird ja immer noch wieder irgendwelche Sachen geben, wo sowas zu beachten ist. Und deswegen ganz, ganz nützlich in die Kommentare rein, ob ihr diese Hilfestellung gebraucht hättet, ja oder nein. Ich dachte, wir holen uns einfach nur direkt die Sammelobjekte. Wie gesagt, sind leider sowieso an der Zahl nur 3, oder was heißt leider? Irgendwie so zwischendurch mal so ein bisschen relaxen ist jetzt auch nicht das Schlechteste. So, die Kette hier habe ich nur ganz kurz runtergeschmissen, damit man das später hier als Abkürzung nutzen kann auf alle Fälle. Und wir sind weit auf dem Weg zur Truhe. Die Kette haben wir... Nee, ich glaube, die hing schon von vornherein da. Ich war gerade überlegen, ob ich die runtergeschmissen habe oder nicht. Ich glaube, die war schon da. Bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, das einzige Rätsel ist eigentlich der Weltenriss zum Schluss, zu dem wir auch gleich kommen werden. Der ist nicht weit entfernt von der legendären Truhe. Besser gesagt, ist der eigentlich direkt daneben. Nur, er ist wieder versteckt. Ja, der ist wieder versteckt. Da haben sie wieder ein bisschen mit uns geshakert. Und zwar müsst ihr da hinten, er ist schon drin, der blaue Kristall, den nach hinten in die Ecke tragen. Wir machen erstmal kurz hier die Truhe auf. Dann den blauen Kristall zum Leuchten bringen und 2 andere. Und dann geht der Weltenriss auf. So, wir wollen das jetzt gleich mal hier im Bild sehen und nicht nur erzählt bekommen vom lieben Goodie. Aber erstmal gucken wir natürlich, was hier rauskommt aus der legendären Kiste. Und dann sehen wir dort. Dort diesen Kristall, den musstet ihr da reinstellen. Den habt ihr vorher schon gefunden. Den bringt ihr zum Leuchten. Den da oben auch. Und dann den da, genau. Den noch. Und der Weltenriss geht auf. Ich schneide natürlich den Kampf wieder raus. Und wir sind nämlich schon fertig. Das war's mit dem Lichtalben-Außenposten. Ich hoffe, das kleine Video hat geholfen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn so war, lasst den Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr hier nichts Neues mehr. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und sage bis dahin, so long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.